Gut, ja, dann darf ich Sie alle ganz, ganz herzlich zur letzten Veranstaltung des heutigen Tages begrüßen, zu diesen Power BI Days, die heute nicht in München stattfinden, sondern leider Gottes virtuell nur. Ich hoffe, Sie hatten bis jetzt schon einen spannenden Tag und haben schon ein paar spannende Dinge mitnehmen können. Ja, kurz zu meiner Person. Wer bin ich? Mein Name ist Christoph Schenter. Ich bin Senior Consultant bei der Firma PM1. Ja, ich war lange im Controlling tätig und habe mir dann gedacht, Controlling ist vielleicht nicht so abwechslungsreich und bin dann ins Consulting gegangen und beschäftige mich jetzt mit der Power Plattform sehr ausgiebig und auch mit dem Thema Azure, also alles, was Cloud-Migration angeht. Und das Thema Power Plattform ist so mein Steckenpferd, was ich dort mache. Unsere Firma, glaube ich, wurde schon zu Genüge vorgestellt. PM1, wir sind in Deutschland, Österreich, Schweiz vertreten, 160 Mitarbeiter und so weiter und so fort. Damit will ich Sie gar nicht mehr länger langweilen. Gut, ja, was schauen wir uns gemeinsam an? Mein Thema ist Dokumentenanalyse mit Power Apps. So sagt zumindest der Titel. Dem werde ich hoffentlich auch gerecht werden. Also wir werden uns anschauen, wie können wir Dokumente automatisiert verarbeiten, nicht unbedingt automatisiert einlesen, das zeige ich Ihnen als Preview, aber Dokumente mal automatisch erkennen und Sachen dann irgendwo hinspeichern. Wenn wir uns die Power-Plattform ansehen, und das habe ich jetzt auf diesem Slide einmal schematisch dargestellt, womit beschäftigen wir uns, mit welchen Features von der Power-Plattform, und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Power-App selber. Also ich werde mit Ihnen eine App bauen, von null weg eigentlich. Wir werden uns dann auch den AI-Bilder mal ansehen. Vielleicht haben Sie da schon einmal Erfahrungen damit gemacht. Und wir werden uns das Common Data Service ein bisschen ansehen. Ja, also diese drei Bestandteile, mit denen werde ich heute arbeiten und ja, würde dann eigentlich gleich einmal losstarten und Ihnen einen mehr oder weniger einen Use Case vorstellen, was ich heute mit Ihnen machen will. Und zwar, wir werden in einem ersten Schritt werden wir ein AI-Modell herstellen oder werden ein AI-Modell bauen, das mir automatisiert Elemente aus Rechnungen auslesen kann. Ja? Also wir werden uns dann mit diesem Form Processing Funktion aus dem AI-Bilder auseinandersetzen und wir werden ein Modell bauen, das uns Werte aus einer Rechnung auslesen kann. Ich zeige das dann noch genau her, was ich mir da für einen Use Case ausgedacht habe. Aber zuerst werden wir so ein AI-Modell aufsetzen. In einem zweiten Schritt werden wir uns einen Container bauen, worin wir dann die Daten speichern werden. Ja, stellen Sie sich vor, Sie bekommen jetzt von irgendeiner Taxi-Unternehmen oder von FreeNow oder von irgendwelchen anderen Unternehmen jedes Mal, wenn Sie eine Fahrt gemacht haben, eine Rechnung und wollen das nicht immer händisch eintragen in irgendein Reisekostentool, sondern Sie wollen das irgendwie automatisiert machen. Und da machen wir eben das Modell und dann brauchen wir einen Container, wo wir das Ganze hinspeichern. In einem dritten Schritt werden wir uns dann gemeinsam, oder werde ich zumindest, eine App bauen, wo wir dieses AI-Modell verwenden können und mit dessen Hilfe wir Rechnungen dann auch einlesen können und in weiterer Folge dann die ausgelesenen Werte in dieses Common Data Service hineinspeichern können. Ja. Zu guter Letzt gebe ich Ihnen da noch eine kleine Preview, was man damit alles weitermachen kann. Also ich zeige Ihnen jetzt mal, wie man so eine App baut, ja, um diese Daten mehr oder weniger einzulesen. Bietet sich dann natürlich auch an, dass man diesen ganzen Workflow mit einem Power Automate oder mit einem Flow macht, ja, zum Beispiel, wenn ein Mail kommt von einer gewissen E-Mail-Adresse mit einem Attachment. Dann soll automatisch ein Flow beginnen und diese Rechnung automatisch ablegen. Ja. Gebe ich so eine kleine Preview und natürlich auch eine Preview, wie ich mir beispielsweise auf diesem Common Data Service, wo meine Rechnungen drinnen gespeichert werden, wie ich das dann in einem Report quasi anzeigen lassen kann. Gut, dann starten wir mal los. Ich zeige dann mal kurz, was so ein Beispiel ist. Ja. Also ich habe mir eigentlich ein Beispiel aus meinem privaten Umfeld genommen und zwar fahre ich sehr, sehr häufig mit ShareNow, das ist so ein Carsharing-Provider. Und wie Sie sehen, das ist mein Gmail-Posteingang und Sie sehen schon, ich bekomme hier laufend Rechnungen. Ja, also ich bekomme da fast täglich Invoices, da steht da natürlich ein Betrag drinnen und ich habe ein Attachment dabei. Ja, und eine Rechnung schaut jetzt ungefähr in
schaut diese Form aus, ja, und jetzt hätte ich gerne irgendein AI-Modell, das mir eben die einzelnen Bestandteile dieser Rechnung auslesen kann. Gut, wollen wir das einmal versuchen. Ich fange einmal ganz, also mehr oder weniger bei Null an. Ich gehe auf die Seite make.powerapps.com, wo ich in diese ganze Power-Plattform-Umgebung mehr oder weniger einmal hineinkomme. Man sieht dann hier schon auf der linken Seite unten ist da so ein Bereich, der nennt sich AI-Bilder. Da kann ich sogenannte Models erstellen. Ja, dazu brauchen Sie eine gewisse Lizenz. Ich hoffe, die haben die meisten schon im Einsatz. Ja. Und ich kann diese Modelle natürlich schon auch erstellen. Und hier habe ich schon mal eine Auswahl an verschiedensten Modellen, die mir zur Verfügung stehen. Das wird natürlich immer stetig erweitert. Ja. Also wie Sie sehen, das ist noch im Preview beispielsweise, das Form Processing. Auch Object Detection ist in Preview. Prediction, das ist ein Premium Feature, das ist nicht mehr im Preview, aber Text und Text Classification ist auch noch im Preview. Wir beschäftigen uns heute mal mit dem ersten, und zwar diesem Form Processing. Gut, starten wir einfach mal los. Form Processing, klicke ich mal drauf, dann muss ich diesem AI-Modell mal einen Namen geben. Ich nenne das jetzt einfach mal Power BI Days. Das ist unser Modellname. Und Sie sehen da schon, was ich dafür brauche. Und zwar brauche ich, um dieses Modell zu erstellen, 5 Dokumente mit demselben Layout. Also mal okay. Ich habe ja schon einen Ordner angelegt, wo ich 5 dieser Rechnungen in derselben Struktur habe. Ja, man sieht da schon, da ist mein Name, da steht, wie von wo bis wohin ich gefahren bin, wann das Ganze war, Gesamtbetrag und so weiter, Rechnungsnummer und so weiter. Die ganzen Rechnungen sind natürlich immer in derselben Form und haben immer einen anderen Betrag. Gut, gehen wir mal in dem Modell einmal weiter. Dann erstellt er das einmal. Und jetzt müssen wir eben diese mit den Dokumenten füttern. Je mehr Dokumente man zur Verfügung stellt, desto besser. Ja, das Modell lernt auch selbst dazu. Also je nachdem, wie viele man da noch hinzufügt oder Overtime, wie viele man dadurch fahren lässt durch das System, das lernt dann immer neu dazu. So, ich füge jetzt einmal diese 5 Dokumente hinzu, lade diese mal hinauf. So, drücke mal auf Close und klicke mal auf Analyze. Was die Power Plattform oder Power Apps in diesem Schritt macht, ist nichts anderes, als das scannt jetzt durch die Dokumente und versucht, einfach ein Pattern zu finden und gewisse Bereiche mehr oder weniger zu fixieren. Wir werden das dann gleich im nächsten Schritt sehen. Das nimmt natürlich immer ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber es lohnt sich. Hoffentlich. Heute dauert es wahrscheinlich auch noch mal eine Minute länger als sonst. Verschrei das jetzt nicht. Ja. Ja, wahrscheinlich machen das alle parallel gerade mit und deswegen dauert das jetzt so lange. Also, naja. Ah, perfekt. Ist durch. Und wir sehen ja schon, ich kann hier mal draufklicken. Und ich sehe jetzt meine Rechnung, ja, und ich kann jetzt sehen, welche Felder er erkannt hat. Zum Beispiel das Feld Kundennummer. Ja, hat er zum Beispiel diesen Bereich hier erkannt. Und jetzt kann ich ihm sagen, okay, welche Felder will ich denn wirklich mitnehmen? Ja, weil sie wollen vielleicht nicht alle Elemente hier mitnehmen, sondern wollen nur ein paar mitnehmen. Und zwar, ich beschränke mich jetzt einmal auf das Datum, und zwar vielleicht nicht auf das Datum hier links, sondern auf das Leistungszeitraum von bis. Ja, und da habe ich einen Leistungszeitraum von. Ja, benenne ich jetzt noch um, das ist der Leistungszeitraum. Dann nehme ich mir diesen Wert einmal mit. Dann die Kundennummer brauche ich nicht, Rechnungsnummer, wie wir hier oben haben, die nehmen wir auch noch mit, ist auch noch interessant. Und dann nehme ich diese Summe, die Zwischensumme hier, die 11,52 Euro ist, was auch der Gesamtsumme hier unten dann entspricht. Und dann nehme ich vielleicht noch mit
die Fahrzeit. Ja, vielleicht will ich ja das später irgendwann mal analysieren und sagen, okay, wie viele Minuten bin ich denn damit gefahren? Und hier hatte ich beispielsweise eine Zeile, da bin ich 32 Minuten a 36 Cent die Minute gefahren, nehme ich auch mal mit. So, dann habe ich hier meine vier Elemente, vier Fields habe ich selected und ich sage, okay, Modell ist jetzt einmal soweit gut. Diese vier Elemente, die ich hier sehe, habe ich mitgenommen, also nochmal Leistungszeit, Umrechnungsnummer, Zwischensumme und die Fahrzeit. Ja. Gut, dann kann ich das Ganze noch trainieren. Ich kann dem Modell jetzt noch zusätzliche Dinge mitgeben. Also wenn ich hier nochmal auf das Modell draufklicke und das beispielsweise eine Quick-Test mache, ja, dann kann ich diesem Modell jetzt zum Beispiel noch eine neue Rechnung hinzufügen und mir anschauen, okay, funktioniert das Ganze jetzt auch mit einer anderen Rechnung? Und wir sehen schon, er hat uns hier gewisse Dinge erkannt, ja. Und dann dazu steht er uns immer mit wie viel prozentiger Konfidenz er diese Reiche ausgelesen hat, ja. Also Rechnungsnummer erkennt er zwar richtig, aber Confidence Score ist relativ niedrig. Wie gesagt, das erhöht sich natürlich immer, wenn je mehr Rechnungen das Modell durchgefahren hat und desto mehr man dem Modell halt beibringt. Gut, nehmen wir das einmal her, publishen das Ganze. So, jetzt haben wir mal den Schritt 1, haben wir mal abgehakt. Also wir haben einmal dieses Power oder dieses AI-Modell erstellt und wir können jetzt eigentlich direkt zum Schritt 2 gehen, und zwar wir erstellen uns einen Container, wo wir die Daten drin speichern. Wo machen wir das Ganze? Bleiben gleich in diesem Power Apps Bereich drinnen. Und hier auf der linken Seite kommt man zu den sogenannten Entities. Ja. Und diese Entities sind nichts anderes als mehr oder weniger Tabellen, wo ich gewisse neue Entities einfach mit neuen Spalten hinzufügen kann. Hier stelle ich mir mal einfach eine neue Entity, also so einen neuen Container. Aha. Privilege. Spannend. Und zwar bin ich. Der Klassiker, du hast keine Berechtigung. Naja, gestern hatte ich sie noch. Ja, das geht mir öfters so. Aber was ein cooles Feature übrigens auch ist bei diesen Entities, man kann sich die Daten, die man in einem Power BI Dataflow gebaut hat, tatsächlich auch dort nutzen. Ich habe es letztens mal getestet. Funktioniert super. So als kleine Anmerkung nebenbei. Na gut, ich switche mal in mein Environment hinein. Also gestern, als ich das Ganze nochmal durchgemacht habe, kam natürlich kein Fehler. Aber das ist immer so. Das ist der Vollkonfekt. Ganz genau. Neue Entity. Hier in meinem darf ich eine Entity erstellen. Gott sei Dank. Was mache ich jetzt? Hier erstellen wir mal eine neue Entity. Also ich erstelle mir einfach eine neue Tabelle. Und nenne das Ganze Power BI Days. So soll das Ganze heißen. Display-Name ist uns jetzt auch mal relativ egal, das ist wirklich nur ein kleiner Showcase und ich erstelle mal diese Entity. Da passiert einmal grundsätzlich nicht viel, außer dass ich jetzt in dieser Entity drinnen bin und ich mir jetzt neue Felder hinzufügen kann. Ja. Also wenn ich hier links oben auf Add Fields klicke, komme ich jetzt in die Field Properties und ich kann jetzt meine Felder, die ich benötige für die Speicherung der Rechnungsdaten, kann ich mir hier eintragen. Und zum einen war das die sogenannte Rechnungsnummer. Ich lasse das alles mal auf Text und auf Standard. Das sollte man natürlich ändern, je nachdem, wenn man weiß, was es für ein Format hat. In unserem Fall wäre das eigentlich Whole Number, ja, aber ich will vermeiden, dass falls das Modell etwas mal falsch erkennt, dass es dann nicht abspeichern kann und so weiter. Deswegen lasse ich es vorerst mal auf Text. Best Practice natürlich, dass man das wirklich schön und sauber macht, dass man sagt, okay, das ist ein fixer Datentyp. In meinem Fall lasse ich alles mal auf Text. Erstelle mir das neue Feld Rechnungsnummer. Dann erstelle ich mir ein neues Feld und zwar, das war da das Datum, wann diese Leistung getätigt wurde. Dann stelle ich mir noch eins für den Preis. Und das letzte war, muss ich selber noch einmal ins Modell schauen. Ah ja, war die Wegzeit.
So, Entität mehr oder weniger mal erstellt. Wichtig ist noch, was ich jetzt mache, ich nehme dieses Required-Feld hier raus bei dem Primary-Field, damit wir da keine Schlüssel vergeben müssen. Ist auch nicht unbedingt Best Practice, aber für unseren heutigen Showcase reicht das. Gut, Entität, das ist so mein Container, das ist wie so ein Excel-File, das ich eigentlich befüllen kann mit zusätzlichen Zeilen. Ist einmal fertig. So, was kann ich jetzt damit machen? Und zwar, ich beginne jetzt mal ein Power-App zu bauen. Und zwar, ich gehe nochmal, also das muss ich noch speichern, die Entity, stay on this page, save Entities, verständlich. Und jetzt beginne ich schon mit dem dritten Schritt, und zwar, dass ich ein Power-App baue und jetzt die zwei Komponenten zusammenführe. Also zum einen werde ich mir jetzt ins Power-App diese AI-Komponente hineinholen, womit ich Rechnungen analysieren kann. Und dann werde ich noch eine zweite Komponente hineinbringen, dass ich dieses Common Data Service eben auch anbinde und die Elemente aus dem Common Data Service dann mehr oder weniger, oder die Elemente vom AI-Bilder in das Common Data Service hineinspeichern kann. Gut. Das brauchen wir nicht mehr. So, ich schaue da noch einmal ganz kurz in mein Modell hinein. Rechnungssumme, Zwischensumme, Fahrzeit, Leistungszeitraum von. Das ist unser Modell. Und jetzt kann ich einfach sagen, okay, ich will dieses Modell verwenden. Ja, und dann kann ich sagen, okay, ich will eine neue App erstellen. Okay, dann öffnet sich mal Power Apps, das ist schon mal schön und gut. Und in meinen Power Apps bekomme ich dann schon mal so ein Element hinein. Das ist auf der linken Seite sieht man die ganzen Bestandteile von diesem, was ich gerade auf meinem Screen hier habe, und zwar ist das ein sogenannter Form Processor 1. Ja. Wenn ich das mal simuliere, also ich drücke rechts oben auf, okay, ich will dieses App jetzt einmal testen, wie das funktioniert, klicke hier rechts oben drauf und ich klicke auf Analyze, führt er mich automatisch schon in mein Ordnerverzeichnis und ich kann jetzt zum Beispiel diese Rechnung aus meinem Test, aus meinem Download-Folder kann ich jetzt hier hineinladen, wie dieses Ganze von einem Smartphone aus bedienen, was natürlich eigentlich der Hauptgrund ist, warum man vielleicht so eine App macht. Ja. Dann springt man, wenn man auf Analyze drückt, fragt einen, okay, will ich eine Datei von meiner Foto-Library nehmen oder will ich eine Datei von der Kamera direkt nehmen oder von wo auch immer her. Also das kann sehr, sehr praktisch sein. Gut, jetzt haben wir einmal diesen Formprozessor drinnen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das Ganze noch sinnvoll anzeigen lassen, beziehungsweise wie wir uns das Ganze jetzt in unser Common Data Service, unsere Entity hineinspeichern können. Und zwar gehe ich auf der linken Seite mal auf Data und binde mir jetzt als Data Source eine neue Entity hinein. Und zwar muss ich jetzt schauen, wo wir hier drinnen sind. Und die Entity, binden wir nochmal den Namen an. Ich gehe da am besten auf das gestrige Environment. Oder da bin ich gut. Das wird genannt Power BI Days. So, hier kann ich auf der linken Seite meine ganzen zur Verfügung stehenden Entities jetzt. Und sollte hier Power BI Days sieht man auf der linken Seite, habe ich jetzt auf einmal meine Entität, die ich vorher erstellt habe. Die binde ich jetzt einfach mal an. Und jetzt lege ich mir auf den Bildschirm ein sogenanntes Form. Gehen wir mal auf Edit. Ich erstelle ein Form. Sage jetzt, okay, auf welche Entität soll sie das beziehen? Und jetzt stelle ich den Link her, okay, dieses Form, das ich jetzt noch nicht verbunden habe mit unserem Form Processor, also mit diesem AI-Modell, habe ich jetzt einmal angebunden. Jetzt kann ich mir mal aussuchen, welche Felder will ich denn hier angezeigt haben. Und jetzt finde ich hier drinnen, hinter dem AI-Modell, finde ich die ganzen Spalten mehr oder weniger, die ich vorher in dieser Entität angelegt habe, und zwar die Rechnungsnummer, den Preis, das Datum und die Zeit. So,
So, diese vier Felder, die soll ja eigentlich auch unser AI-Modell erkennen. Und das füge ich jetzt einmal hier als Forms ein. Und dann können wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das noch verbinden. Das ist vielleicht noch ein bisschen unhübsch. Machen wir das vielleicht ein bisschen horizontal. Dann erkennt man vielleicht ein bisschen mehr. Gut, vielleicht das noch ein bisschen schmäler. So, jetzt müssen wir aufpassen, was wir machen. Und zwar, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir, wenn wir hier etwas analysieren, damit wir die Daten jetzt in dieses Forms ja, mal gefüllt bekommen. Und zwar müssen wir dem Form sagen, was soll denn das sein? Also so Default Mode, da würde ich jetzt vielleicht schon ein bisschen zu sehr ins Detail gehen. Aber ich will dieses Forms editieren. Ja. Jetzt muss ich einen Link herstellen zwischen diesem AI-Modell und den einzelnen Bereichen. Und zwar, da springe ich jetzt schon mal ein bisschen nach vorne und zeige Ihnen, wie das gemacht wurde und damit das gemacht wird. Und zwar nehmen wir an, wir haben das jetzt alles. Ich habe meine App jetzt mehr oder weniger. Ich gehe dann in den Bearbeitungsmodus. Sieht man das ein bisschen hübscher. Das ist uns jetzt egal. So. So, was hier gemacht wurde, ist nichts anderes. Ich habe ein Logo eingefügt, dass das App noch ein bisschen lustiger aussieht. Ich habe noch immer mein Form-Processor-Element hier drinnen, mit dem ich auch wieder, wo ich simulieren kann, was hier da reinkommt. Und dann habe ich mein Formular hier, so wie wir es gerade gemacht haben. Was ich machen muss und was der essentielle Part hier ist, ja, ich muss jeder einzelnen Zeile mitgeben. Ja, man sieht das hier in der Formula Bar, jeder einzelnen Zeile unter Betrag, Fazit etc. muss ich ihm mitgeben, was für ein Element aus diesem Form Processor angezeigt werden soll. Ja, also ich habe hier eingegeben, okay, in der Fazit soll drinnen stehen auf das Element vom Form Processor und zwar was hinter der Fazit steckt. Ja, Leistungszeitraum, genau dasselbe, was hinter Leistungszeitraum steht. Rechnungsnummer, was hinter der Rechnungsnummer steht. So. Was kommt hier noch dazu? Und zwar da unten habe ich noch einen Button gemacht, ja, der einfach nur sagt Danke. Also wenn ich jetzt diese Rechnung wirklich eingeben will, was macht dieser Button? Man sieht das hier oben noch einmal on select. Ja, also was passiert, wenn ich diesen Button selecte? Submittet er dieses Form, also die Eingaben, die er dann zu dem Moment drinnen hat, wenn ich draufklicke, die sollen submitted werden. Sprich, dieses Form, das ich hier eingebettet habe, ist ja verbunden mit unserer Datenquelle, also mit diesem Common Data Service Entity. Und dann submittet dieses Form, erstellt einen neuen Eintrag in dieser Entität und er navigiert uns zu einem neuen Screen. Probieren wir das einmal aus. Ich klicke einfach einmal auf Play und schaue mir an, ob das funktioniert. Gehe auf Analyze. Wählen wir mal eine Rechnung aus. Ja. Wir können uns die Rechnung mal anschauen, wie die aussieht. Hier ist es genau noch mal so eine Rechnung. Und die nehmen wir uns jetzt her, sagen, okay, ich will die jetzt zuführen. Jetzt processt eben dieses AI-Model, processt diese Rechnung und füllt mir jetzt die einzelnen Beträge aus. 3,20 Euro war der Betrag, Fahrzeit 8 Minuten a 40 Cent. Leistungszeitraum und Rechnungsnummer. So, super ausgefüllt. Ja. Theoretisch, wenn hier das Modell etwas falsch erkennen würde, hätte ich noch die Möglichkeit, dass ich das hier bearbeite. Ist in dem Fall alles richtig. Ja. Jetzt klicke ich einfach auf OK. Dann kommen wir zu einem Schritt, ja, wie man das gestalten will, ist mal Nebensache. Danke für die tolle Rechnung. Und jetzt könnte ich auf Normal klicken. Das Form also leert sich wieder und ich könnte jetzt eine neue Rechnung herangehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine andere hernehme, werden Sie unter Umständen sehen, dass er vielleicht nicht alle Bestandteile erkennt. Ah doch, erkennt er auch alle. Könnte ich auch noch einmal absenden, wieder erkannt. So, das war eigentlich in relativ kurzer Zeit, haben wir uns so eine App gemacht, die wir publishen können. Ich speichere das auch mal hier. Die wir publishen können und mit unseren Smartphones bedienen könnten. Ja.
So, schauen wir uns an, ob das funktioniert hat. Wir haben hier, das war nämlich das Modell von gestern, COVID-AI nennt sich das. Schauen wir mal hinein, ob diese Rechnungen wirklich erkannt wurden. Ich gehe jetzt mal hinein in diese Entität hinein, klicke auf Daten und ich sehe, hier gibt es schon den ein oder anderen Eintrag. Ja, also das sehe ich drinnen. Ich habe jetzt gerade um 15.34 Uhr, das war jetzt genau, habe ich diesen Eintrag erstellt. Das Gute bei diesen Entitäten ist, ich kann mir das einmal in Excel ansehen. Da lädt sich so ein Excel herunter, das sich dann live auch mit dieser Datenquelle verbindet. Muss man natürlich authentifiziert sein. Und mein Excel lädt jetzt live, was sich für Elemente darin befinden. Sofern das Internet gut genug ist. Naja, sign in. Okay. So, und jetzt sollten wir gleich die neuen Elemente bekommen. Ganz genau, Rechnung, die wir zu Schluss erfasst haben, wird natürlich auch in der Entität gleich ein Owner mitgegeben, wer das erstellt hat. Die 11,52 Euro, Rechnungsnummer, wann das war und so weiter. Das sieht ja schon mal gut aus. Ja, wir können das Ganze natürlich nicht nur im Excel weiterverwenden, sondern, und das führt mich jetzt eigentlich schon zu meinem mehr oder weniger vorletzten Punkt. Ja, jetzt habe ich eine App. Das App ist jetzt nicht unbedingt der beste Case, ist natürlich ein hübsches Gimmick, ja, wenn man jetzt Rechnungen hat und man will die vielleicht als Bild abspeichern oder wirklich erkennen lassen. Aber in weiterer Folge und so wie ich das auch bei mir selber verwende, ist, dass ich mir einen sogenannten Flow drauf aufbaue. Ja. Und zwar, ich zeige den Flow jetzt ganz exemplarisch her, der ist jetzt nicht so trivial, aber damit Sie eine Idee bekommen, wie das bei mir abläuft. Und zwar, ich habe einen Flow gebaut, der Folgendes macht, und zwar, der wird getriggert, wenn ein Mail von einer gewissen Adresse kommt. Ja, also ich trigger diesen Flow jetzt, wenn ich mir selber ein E-Mail schreibe mit einem Anhang. Ja, also wenn ich jetzt von meinem Gmail-Account mehr oder weniger ein Mail jetzt an meinen Büro-Account schreiben würde, ja, dann würde dieser Trigger ausgeführt werden. Ich definiere dann hier noch ein paar Variablen, zum Beispiel die Kundennummer, Rechnungsnummer, das Datum und den Gesamtbetrag. Die muss ich vorher mal definieren, die Variablen. Und dann mache ich Folgendes. Und zwar, ich nehme mir von dieser E-Mail heraus die Attachment-ID und diese Attachment-ID, man sieht das hier bei dieser Predict-Step, ja, diese Attachment, die führe ich dann diesem Modell zu. Ja. Das Modell gibt uns so ein JSON-Konstrukt heraus. Dieses JSON-Konstrukt wiederum befüllt meine Variable mit den Variables-Parametern und am Ende bekomme ich, oder noch nicht ganz am Schluss, aber ich bekomme dann ein Approval-Mail. Ja. Man sieht das hier, das ist eine Condition. Ja. Also zuerst einmal das Approval-Mail. Ich will ein Mail erhalten, um zu checken, ob das wirklich richtig erkannt wurde. Ja. Und dann sende ich mir selber ein Mail. Und zwar, es wurde eine neue Rechnung erkannt mit den Variablen, die oben noch einmal wirklich gesetzt wurden, ja, von dem, was das AI-Modell erkannt hat. Ja. Und dann kann ich auswählen, das ist ein Approval-Mail. Ja. Und je nachdem, ob ich sage, ja, die einzelnen Bestandteile sind richtig erkannt worden, erst dann sage ich, okay, dann erstelle einen neuen Eintrag in dieser Entität drinnen, sende mir vielleicht noch einmal ein Mail. Hallo, ja, deine Rechnung wurde erfolgreich mit diesen Werten abgespeichert und lege das Attachment, das File, das ich ja auch physisch als Attachment im Mail bekomme, lege das ab in meinem OneDrive-Folder. Ja. Und wenn ich auf Nein draufklicke und sage, okay, das hat es vielleicht nicht richtig erkannt, dann will ich einfach ein Mail haben, dass man sagt, okay, dein Mail oder die Rechnung wurde nicht gut vom AI-Modell erkannt, gib sie bitte händisch oder manuell ein. Da könnte man natürlich noch dran setzen, okay, dann geh vielleicht ins App hinein oder stell diesen Eintrag automatisch, könnte man alles machen. Gut. Ja, zu guter Letzt, und das ist natürlich auch sehr positiv, an diesem Common Data Service und an dieser Entität ist, dass ich das Ganze natürlich auch im Power
BI reporten kann. Und zwar, wenn ich in Power BI auf meine Sources klicke, dann findet man hier unter Power Plattform auch sehr rasch diesen Common Data Service Bereich. So, und dann will er von uns eine Server-URL haben. Wo finde ich das Ganze? Und zwar, das ist etwas versteckt. Und zwar muss man dazu einmal in das Power Apps hinein und dann unter diese Advanced Settings und dann steht in der URL-Leiste, steht hier oben die URL, die er dann auch hier benötigt. Füge ich hier einfach ein, connect mich zu diesem Common Data Service und kann jetzt meine Entität auswählen und, wie Sie es vielleicht schon kennen, das war die Entität, die ich jetzt verwendet habe und wir finden wahrscheinlich auch hier dann noch die andere. Und Sie sehen schon, hier in dieser Entität sind die ganzen Sachen schon drinnen, also die ganzen Bestandteile mit Fahrzeit, Leistungszeitraum etc. Da kann ich jetzt sagen, transform das Ganze. Dann könnte ich sagen, okay, ich will nur bestimmte Spalten mithaben, wähle hier aus, was ich haben will. Und zwar will ich eben nur den Betrag, die Fahrzeit, den Leistungszeitraum, die Rechnungsnummer. Der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Kann hier jetzt nochmal schön die Datentypen setzen, nachdem ich sicher gegangen bin, dass hier alles richtig erkannt wurde und kann mir jetzt so, das ist kein Kalender, sondern das ist ganzzahlig und kann mir meine Entität so sehr, sehr einfach und ohne irgendeinen On-Premise-Aufwand hineinholen und meinen Bericht erstellen, basierend auf einem, ja, AI-Modell, dass ich automatisch Ihre Rechnungen annehmen kann. Gut. Ja. Das wäre eigentlich schon mein Stichwort gewesen, beziehungsweise ich bin jetzt eigentlich schon am Ende. Fragen beantworte ich Ihnen natürlich sehr gerne. Ich weiß, ich bin jetzt relativ rasch drüber gelaufen. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem mal einen guten ersten Eindruck gegeben, wie leicht es eigentlich sein kann, dass man von so einem AI-Modell wirklich zu einem App kommt und das App dann wirklich etwas hineinschreiben kann auf eine gewisse Entität. Sie können natürlich auch ein Excel anbinden, das irgendwie on-premise herumliegt bei Ihnen. Aber im Sinne der Wiederverwendbarkeit solcher Entitäten, solcher Apps ist es natürlich super, weil die Power-Plattform mit diesem Common Data Service natürlich etwas bietet, ja, was permanent in der Cloud ist. Ja, da muss jetzt nicht keine spezielle Person immer online sein mit seinem Laptop. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man das verwendet. Kann natürlich auch von anderen Personen dann gleich angezapft werden. Das ist keine lokale Datei, die irgendwo herumliegt. Ja. Und dieses CDS, der Common Data Service, ist natürlich tenantweit. Ja. Sprich, Sie können davon ihr ganzer Tenant kann darauf zugreifen und kann das sowohl in Power Apps verwenden, in den Flows oder dann natürlich auch im Power BI. Gut, ja, für Fragen stehe ich zur Verfügung. Danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, Sie könnten ein paar spannende Eindrücke mitnehmen. Ja, darf mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ja, danke. Gut. Christoph. Ich fand's super. Ich habe gleich mitgemacht. Für alle, die jetzt noch Fragen haben, die können sich gerne entmuten. Ich habe mal alle gemutet am Anfang der Session. Gerne Fragen stellen, einfach reinschmeißen, wenn Fragen da sind. Sonst, wer sich nicht traut, auch gerne im Chat irgendwie eine Nachricht reinschreiben. Ja, die Diskussion ist eröffnet. Doch alles so klar gewesen. Das habe ich gehofft. Klar. Ja, ich schon. Das heißt, ich würde den Call jetzt, ich würde die Session jetzt einfach anhalten. Wir haben, glaube ich, dann jetzt. Du könntest die erste Frage stellen. Ich könnte die erste Frage stellen. Benutzt du das denn auch aktiv? Definitiv, ja. Also ich verwende das wirklich über den Flow. Ja. So mit der App ist es zwar. Ist es für meinen Fall nicht gebräuchlich, ja, weil ich diese Rechnungen sowieso nicht in physischer Form bekomme. Aber das funktioniert halt auch gut, wenn ich jetzt gerade von Hotels, ja, du kennst es selber, du ernächtigst ja auch sehr, sehr häufig bei Motel One oder NH-Hotels, die schauen halt auch immer gleich aus.
dann könntest du dir dein Smartphone hernehmen. Ich hätte das gerne in diesem Kreis auch noch gezeigt, wenn das wirklich, wenn wir wirklich alle in München gewesen wären, hätte ich das mit dem Smartphone auch mit einem physischen Exemplar dieser Rechnung gezeigt, wie gut das auch dann mit dem Smartphone funktioniert. Aber dafür ist es natürlich super. Ja. Dadurch, dass ich die Rechnung sowieso nur in elektronischer Form bekomme, ist es natürlich mit Kamera und so hinfällig. Aber mit dem Flow funktioniert das super. Ja. Also. Mhm. Ja. Matthias Enlert, mein Name. Ich hätte mal eine Frage. Mhm. Und zwar als Dokumentenvorlage für das Lernen, diese 5 Dokumente, ja. Könnte ich da auch PowerPoints Seiten nehmen? Ich hab ein Template, das wird immer gleich gefüllt, ja. In PowerPoint, und würde gerne auf die Informationen zugreifen über den Weg. Mhm. PowerPoint bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob schon unterstützt wird, aber wenn Sie das PowerPoint in, also es ist unterstützt, ist JPEG, PNG oder PDF. Ja. Also wenn, dann müssen Sie das PowerPoint zuerst in PDF abspeichern und dann geht es. Dann kann man das ohne weiteres machen. Ja. Das muss auch keine Rechnung sein. Ja, das kann ja irgendwas sein. Ja. Das können auch Antragsformulare für irgendwas sein oder so. Mhm. Aber ja, JPEG, PNG oder PDF. Okay. Sind für Zeit unterstützt. Ja. Ja. Super, danke. Okay. Gerne. Ja, spannend auch noch, das habe ich am Anfang vielleicht nur kurz gar nicht hergezeigt, es gibt neben diesem Form Processing, mit dem ich jetzt gearbeitet habe, gibt es auch Object Detection. Ja. Da hat ein Kollege von der Microsoft was ganz Lustiges gemacht, und zwar hat er eine Espresso-Kapseln, war das Objekt, das er mehr oder weniger erkennen lassen will. Ja. Und jetzt kann er zum Beispiel von einem Haufen von Espresso-Kapseln kann er ein Foto machen mit dem Smartphone, und dieses Object Detection AI-Modell kann dann zählen, wie viele Kapseln es sind. Ja, auch ganz lustig. Ja. Object Detection. Da ist natürlich die Frage, was ist der Sinn dahinter, ob man wissen möchte, wie viel Kaffee man am Tag getrunken hat? Oder? Ja, das ist die Frage. Aber es ist... häufig ist es interessant, so Objekte, also dass man Objekte, genau, quasi halt Image auch rauszählen, ja, kann. Das ist ja vielleicht ganz interessant, so für Schrauben oder so, ne? Wenn man jetzt irgendwie in der Produktion ist und man produziert ein bestimmtes Objekt oder so, ob das Objekt dann auch, wie oft das Objekt denn da ist, dass man es nicht einzeln zählen muss. Ja. Büroklammern zum Beispiel könnte ich mir auch gut vorstellen, ja, wenn man das zählen müsste. Na gut, sonst noch Fragen? Wir haben heute eine sehr ruhige Teilnehmerschaft hier. Also ja, sonst würde ich sagen, ich stoppe jetzt mal die Aufzeichnung, weil die Fragen waren doch sehr interessant noch am Ende. Und genau, Aufzeichnung.